Ist, oder ist jetzt ganz beliebt, bei uns gibt es ja auch Renten. Hier wohnen die jetzt, Anne. Da wohnt. Da wohnt der Tim. Hat der jetzt gut. Ja, 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 ja. Und da schläfst du. Ja, mit der Kettensäge. Cool. Geil. Und hier, mit Licht? Achso. Ah, muss man schon wieder ausmachen. Das war's. Ja, das Treppenhaus. Also der Treppendurchgang hinten ist ein bisschen marode. Hier gibt es noch einen Raum. Und ich muss da sitzen. Dabei elektrische Leitungen ziehen, weil die ein bisschen aus dem Preisegang sind. Mhm. Und sie darf nicht schlafen. Iris muss immer wach bleiben und grillen. Hier ist die Küche. Mit aber leider gibt es kein Wasser mehr. Das ist leider seit ein paar Jährchen. Hier ist Iris. Und da ist Iris noch ein Badezimmer. Da darf Iris wohnen. Da kann ich doch hier wohnen. So. Es corra no es tempore nilo. Ganz gerne Rotwein trinken. Guck mal, hier ist der Sandkasten vom Tim. Ja, aber der muss nicht so werden. Nein, Tim wächst ja nicht. Hier ist Tims Sportwagen. Hier ist halt der Nachbar. Durch den man aber trampeln muss. Ja. Und hier Claim. Nee, Nachbarin da, die Frau Frey, hat den Colli und der Colli kackt ganz gerne überall hin und seitdem bin ich Verfechter von Jägerzäunen, weil ich der kann dann draußen kacken. Ich habe eben ein Buch gelesen, die Katze bleibt beim Haus, der Hund folgt den Menschen. Gut, hier bei der Aufpassung, das? Ja, wegen dem, wegen dem Sonnensektor. Hab ich Kinder Erdrosselleine. Genau, also Hanna, hier schön aufpassen. Das heißt, ab hier ist euer. Also das hier runter bis zum Zaun. Hanna, weil du kurze, du hast... Hier sind aber keine Brennnesseln. Nö, Zecken. Ach so. Oh, das ist scheißegal, Susa sucht sie ab. Oh, hier, können wir Gänseblümchensalat machen. Hinteren sind Brennnesseln. Bleibst du in der Mitte, Hanna. Ja. Geh du mal vor mich, dann sehe ich, dass du dir wehtust. Nee. Ja. Bis da unten, da waren wir auch schon hingegangen, aber das Tor ist ja leider zu. Ja, das will ich irgendwann mal auf. Wie lange habt ihr den gepachtet? Weil das irgendwann will ich einfach nächstes Jahr, übernächstes Jahr und guck mal die Toiletten, wie die aussehen. Kann man da drauf reiten?